Wir kommen jetzt wieder zu einem Thema, was uns zurück in das Dritte Reich, in den Zweiten Weltkrieg zieht und immer noch auf dem esoterischen Thema beruht, also die braune Esoterik. Es gab ja die oder gibt die Wewelsburg. Da wurde ein besonderes Symbol eingelassen. Mit dem fange ich jetzt an. Was ich da jetzt so erzähle, zieht den Faden dann einfach weiter. Von dem hier gehen wir jetzt erstmal aus. Alles andere erklärt sich dann nach und nach. Ja? Ich splitte das hier auch in mehreren Teilen, weil das doch recht lange ist. Also es geht um die schwarze Sonne. Hier ein Bild davon. Diese schwarze Sonne hat 12 zackigen Sonnenstrahlen und besteht auch, das kann man auch farbig sich anschauen, dann sieht man das besser, aus übereinanderliegenden Hakenkreuze. Die Hakenkreuze hatte ich, glaube ich, schon mal in einem Video erklärt, kommen eigentlich von der Swastika, was auch wiederum eine ganz andere Bedeutung hat. Ja, die Swastika ist praktisch wie ein Hakenkreuz mit Punkten zum Beispiel. Die wird auch runder dargestellt. Hier. Die Striche werden hier auch rund dargestellt anstatt eckig und mit den Punkten eben. Das heißt, hier wurde einfach wieder symbolisch von überall was hergenommen. Wir haben die Zahl 12 auffallen. Ne? Das kommt dann auch später noch nach und nach. Überall, was dieses Esoterische da betrifft, Kultistische im Dritten Reich. Wir haben auch hier, könnte man sagen, dass die Sonnenstrahlen, wenn man sie einzeln anguckt, auch eigentlich wieder wie die Sonne aussehen. Es geht jetzt auch hier drum, dass die übereinandergelegten Hakenkreuze auch eigentlich gespiegelte Siegrunen sind. Das heißt, eine Siegrune sieht so aus. Das ist eine Siegrune, da sieht man auch, dass die Haken rund sind. Also sie sind nicht eckig hier jetzt. Das ist rund dargestellt zum Beispiel. Die Siegrune ist klar, ähnelt der Rune Suvilu. Das ist eindeutig. Das ist, steht für den Buchstaben S. Wird auch übersetzt mit Sonne, mit Heil, mit Sieg, Säule und. Ja? Also ganz klassisch heißt es Suvilu oder Sol, aber eben auch Sonne. Darum geht es nämlich. Das ist ja, ja, es geht ja immer noch um die schwarze Sonne. Das ist da so mit eingebaut worden. Das, diese Interpretation der Rune, das war so im 20. Jahrhundert, wo einfach nochmal ein Autor einfach das Ganze noch ein bisschen weiter gespinnt hat von der Bedeutung der Suvilu-Rune. Ich hatte ja auch von Heil gesprochen. Da kommt dann jetzt hier ein Zitat aus dem Buch Das Geheimnis der Runen aus Wien von 1908. Von Guido von Liszt, Sall und Sieg, also Heil und Sieg, dieser vieltausendjährige urarische Gruß- und Kampfruf ist der Siegrune, also Sieg entweder mit IE oder ohne IE, dem 11. Zeichen des Futags zum Symbol geworden. Der Schöpfergeist muss siegen. Das ist praktisch so diese Bedeutung von dem Sall und Sieg. Meiner Meinung nach wurde von den braunen Okkultisten der Teil Sieg dann mehr angenommen oder alleine angenommen. Ja? Das wurde, da wurde viel mehr Gewicht drauf gelegt. Es gab ja diesen Spruch mit den Wörtern Heil und Sieg andersrum, was sich dadurch dann eben auch manifestiert hat, wo man dann einfach sieht, was da wieder mit hineingeflossen ist. Diese Siegrune, also von Siegen, aus denen ihrer Sicht wieder gesehen, war auch das Emblem der deutschen Jungvolkes in der Hitlerjugend. Es war so, dass die S-Rune wurde ja für die SS verwendet, die Schutzstaffel, also fängt beides mit S an, deswegen doppelt. Man hat auch Schreibmaschinen dann teilweise hergestellt mit diesem Sonderzeichen der Rune, dass man das schreiben konnte
mit der Schreibmaschine. Dennoch wurde erst im Jahre 1929 das Symbol für SS, so wie wir es jetzt kennen, festgemacht. Die hat auch eine bestimmte Proportion, das Bildnis. Da ist eine gewisse Dynamik drin, es ist symmetrisch, könnte man sagen, auch wenn es ein bisschen schräg ist, aber die Rune selbst ist ein bisschen anders dargestellt, ist auch ein bisschen schräger. Wer sich mit Runen auskennt, denke ich, weiß, was ich meine. Es sollte auch eine gewisse Bedrohlichkeit dadurch entstehen, ja. Sieht ja auch so blitzähnlich aus und das ist immer so Achtung, Vorsicht, aufpassen, ne? So in diese Richtung. Heutzutage ist ja diese Symbolik an sich verboten, beziehungsweise eben halt auch das Hakenkreuz an sich. Das kann man im Paragraphen 86a Strafgesetzbuch dann eben halt nachlesen. Das zur Siegrune, die eben halt in diesem Symbol auch mit drin ist. Diese Sonne ist in der Wewelsburg auf dem Boden in einem runden Turm eingelassen. Also schon recht groß. In die Mitte halt ist es auch der Nordturm. Also da haben wir auch schon wieder eine Ähnlichkeit, dass wir jetzt zum Beispiel teilweise auch den Altar in Richtung Norden aufbauen oder dass eben halt der Norden ja so das Zentrale ist, wo man halt hinschaut. Zur Wewelsburg selbst komme ich noch. Da gibt es auch noch Besonderheiten, die das Ganze vielleicht dann noch ein bisschen klarer machen. Seit den 1990er Jahren ist dieses Sonnensymbol, also die schwarze Sonne, ein Ersatz- und Erkennungssymbol. Ja, in den rechtsesoterischen bis rechtsextremen Szene, weil es weder aussieht wie ein Hakenkreuz an sich oder wie eine Siegrune. Das kennt man ja auch aus dem Bildmarkenschutz. Ja, zum Beispiel mein Logo als Pentagramm, das wäre Bildmarke. Da muss dann genau festgelegt werden, wie denn dieses Symbol aussieht, das dann letztendlich verboten wird. Und das ist halt teilweise auch immer ja, eine schwammige Sache, denn es ist verständlich, dass manche Symbole verboten wurden, ja. Es ist halt einfach blöd dann, wenn diese Symbole eigentlich anderweitig verwendet werden oder was ganz anderes bedeuten, wie es letztendlich benutzt wurde im Dritten Reich, also praktisch dann missbraucht wurde, um dann einfach festzulegen, ja, das kann man so jetzt nicht mehr abbilden, das ist strafbar und so. Und da sind ja auch die ganzen Szenen hinterher, das dann eben halt so zu verändern, dass man es untereinander noch erkennt, was es sein soll, aber offiziell nicht verboten ist. Ja, man müsste dann jedes Symbol und Zeichen rausfinden, dann machen sie aber in der Zeit schon wieder neue und genau sagen, so sieht's aus, so ist es verboten. Das ist einfach unheimlich schwierig, da hinterher zu sein. Die rechtsesoterische Szene. Es ist überhaupt irgendwo ein Widerspruch drin, Rechtsextremismus und Esoterik irgendwie in einem Satz zu nennen oder in Zusammenhang zu bringen. Da die Esoterik doch eigentlich vom Grundding, das was wir kennen, anders angehaucht ist. Es ist nur leider so, dass viele unter dem Deckmäntelchen der Esoterik rechtes Gedankengut verbreiten. Es ist nicht nur da möglich, aber das war für mich jetzt neu durch meine Recherchen, bin ich darauf gestoßen. Ja, bin noch ein bisschen schockiert. Ja, es gibt viele Schlagwörter, um einfach da jetzt wieder drauf zu kommen. Es wird viel über diese Thematik diskutiert, Rechtsextremismus überhaupt, aber Rechtsextremismus und Esoterik auch. Früher hat man immer gesagt, die Spinner, heutzutage muss man sagen, oh, was kann da noch kommen? Vor allem entstand gerade im 20. Jahrhundert diese Vorstellung, diese esoterisch-okkultistische Vorstellung mit Rechtsextremismus und so.
als völkische Bewegung in Deutschland und Österreich. Dann wurden auch dieser Zeit Gruppen gebildet, die auch schon als Sekte bezeichnet wurde, staatsfeindliche Sekten und so. Denn offiziell gab es im Dritten Reich keinen esoterischen, okkultistischen Glauben. 1937 wurden auch solche sogenannten Sekten verboten. Wir wissen, es gibt einige, die das weiter praktiziert haben, zum Beispiel Heinrich Himmler oder Rudolf Hess. Das wurde dann geduldet. Aber viel gerade Heinrich Himmler, zu dem komme ich dann auch noch im Speziellen, hat das doch sehr viel aus eigenem Interesse verfolgt und doch auch an die Spitze getrieben. Von daher ist vieles okkultistisches Gedankengut plus dieses Gedankengut vermischt aus vielen Kulturen dann mit ins Dritte Reich geflossen. Aber nur hauptsächlich jetzt nicht das Volk, sondern eben die Offiziere und also die Höhergestellten, die sich das praktisch schon irgendwo erlauben konnten, ein Hobby zu haben. Nennen wir das mal so. Gerade Bilder wurden auch viel und gerne benutzt. Ja? Also die Symbolpolitik war da reich vertreten. Das mal angesprochen. Die Ursprünge jetzt davon möchte ich doch getrennt dann nochmal erläutern, wo das Ganze dann herkommt. Also Rechtsextremismus und Esoterik. Kommen wir wieder ursprünglich zurück zur schwarzen Sonne, die in der Wewelsburg eingelassen wurde, im Nordturm, im runden Nordturm. Die Wewelsburg wurde ab 1934 von Heinrich Himmler, der Reichsführer SS war, zu dem Zeitpunkt umgebaut von Architekten natürlich nach seiner eigenen Vorstellung. Die Burg an sich sollte nicht nur umgebaut werden, sondern auch alles drumherum mit vielen Gängen und was weiß ich nicht was. Es sollte irgendwie wie eine Art Vatikan werden des Dritten Reiches. Denn der Himmler hat auch verfolgt, irgendwie so eine eigene Religion zu machen. Mit verschiedenen Artefakten und. Ja? Also das war teils bei der Recherche schon recht interessant, was denn da draus hätte gemacht werden sollen. Die Wewelsburg wurde natürlich auch von vielen verschiedenen Leuten vorher besessen. Es ist letztendlich ein Renaissance-Schloss. Es wurde auch zerstört und wieder aufgebaut. Das Besondere an der Burg ist, sie ist in Form eines Dreiecks gebaut. Das ist sehr interessant. Graf Friedrich von Arnsberg hat diese Burg dort errichtet. Das heutige Gebäude kennen wir, wurde errichtet 1603 bis 1609. 1934 bis 1945 wurde die Burg eben durch das Dritte Reich umgebaut. Es wurde auch was hinzugefügt, zum Beispiel unter der Burg bzw. diesem speziellen Nordturm wurde dann auch ja wie eine Grotte eingelassen, eine Gruft, wo spezielle Leute dann in Urnen hingestellt werden sollten. Ja, und da kommen wir dann auch in Verbindung mit den Totenkopfringen. Jetzt noch aber kurz zur Burg. Heute ist ein Museum in der Burg und ich muss sagen, ich weiß nicht, ich kann mich nicht recht entscheiden. Irgendwie finde ich es nicht gut, andererseits verstehe ich es. Es ist auch eine Jugendherberge drin. Klar, das Gebäude muss ja nicht kaputt gehen aus historischen Gründen und ist teuer und. Dann gut, Jugendherberge. Aber wenn man bedenkt, wer da war zuletzt so und was da passiert ist, weiß ich jetzt nicht, ob ich da in eine Jugendherberge gehen wollen würde. Also rein aus geschichtlicher Interesse würde mich das natürlich schon interessieren. Die ist im Stadtteil Wewelsburg der Stadt Büren im Kreis Paderborn. Und Paderborn ist auch wieder ein Stichwort zum Thema Hexenverfolgung. Also ist das jetzt schon die zweite Thematik, wo irgendwas magisch-okkultistisches so in Paderborn gemacht wurde. Bevor das Dritte Reich
diese Burg besetzt haben, gab es natürlich zahlreiche andere Besitzer. So, da die Burg ja dreiecksförmig gebaut wurde, kann man von der Draufsicht gut sehen, dass der Nordturm einfach viel größer ist, einen viel größeren Durchmesser hat als die anderen beiden Türme. An jedem Eckpunkt ist ein Turm. Die Baumaßnahmen, die in der nationalsozialistischen Zeit geplant wurden, hätten von 1934 bis 1945 gehen sollen. Wir wissen, 1945 war Ende. Zuerst war geplant, also das ging ja von Himmler aus, dass dort eine Schulstätte für SS-Führer geplant werden soll. Ab Kriegsbeginn war das dann doch eher der Versammlungsort für die SS-Gruppenführer, also die Generäle. Dann eben halt diese Gruft zur Aufbewahrung der Totenkopfringe und verstorbener Ringträger. Diese hätten Platz in der Gruft haben sollen, das war die Idee dann von 1938. Die hätten auf Säulen aufgebahrt werden sollen in Urnen, die Verstorbenen, und dazu halt dann auch immer der passende Ring. Die Ringe wurden damals von den Amerikanern mitgenommen. Wir haben auch in dieser Gruft wieder das Phänomen von der Zahl 12. Ja, 12 Säulen, die da getragen werden. Die Zahl 12 taucht auch noch viel öfter auf. Ja, die Umbauarbeiten, die Zusatzbauarbeiten, die da an dieser Burg stattfinden sollten, mussten ja von irgendwem verrichtet werden. Zu der Zeit war ja schon der Krieg im Gange, natürlich. Dass sie dann Mai 1939 beschlossen haben, hier kommt jetzt in Wewelsburg ein Konzentrationslager hin, dass man von dort aus Arbeitskräfte beziehen kann. Ab 1941 wurde dann das KZ zum staatlichen Hauptlager KZ Niederhagen erhoben. Das heißt, man hat dort sehr viele Menschen verbrannt, als Arbeitskraft verheizt, also nicht verbrannt wie Hexen, sondern als Arbeitskraft verheizt. Dieses Phänomen haben wir ziemlich oft in der Geschichte, dass wenn reiche Landbesitzer oder Burgherren oder so da was gebaut haben wollen, haben dann immer die Bauern herhalten müssen. So auch bei der chinesischen Mauer. Da weiß man, dass da auch viele dabei gestorben sind, anscheinend auch teilweise in der Mauer einfach begraben wurden oder liegen gelassen wurden, wenn jemand abgestürzt ist oder zusammengeklappt ist. Von dem her nichts Neues. Also klar, als die Ägypter die Pyramiden gebaut haben, das war auch nicht gerade so das Einfachste überhaupt. Da wurden auch viele Menschen verheizt. So, März 1945, als der Krieg dann natürlich zu Ende war, befahl Himmler die Sprengung der Burganlage und dem angrenzenden Verwaltungsgebäude einfach auch um, kann ich mir vorstellen, dass man jetzt nicht direkt die Spuren verwischt, ja, wie das meist ist, wenn irgendwo eine Gruppe illegal handelt, ja, dass man da flüchtet und Spuren verwischt, sondern ich denke mal, es ging darum, die Arbeit, die sie gemacht haben. Ich denke, das war so der Hintergrund davon, dass auch viele sich selbst umgebracht haben, da danach gerade höherrangige Soldaten und Offiziere, dass sie dann die Loyalität beibehalten vom Deutschen Reich und lieber sterben, als irgendeine Aussage zu machen und irgendwas auszuplaudern, sozusagen. Ja, da brannte natürlich dann die Burg total nieder, völlig aus. Es gab natürlich auch ein Wachgebäude. Alles war dann zerstört. Dadurch wurde sie natürlich dann
wieder neu aufgebaut. Schließlich am 2. April 1945 haben die Amerikaner letztendlich geschafft, die Burg für sich dann einzunehmen. Ja, unter anderem, dass jetzt in dieser Burg die Offiziere und Totenkopfringe deponiert werden sollten, ging es natürlich auch immer thematisch um die Lanze des heiligen Kriegers und Märtyrer Mauritius, dann auch die Bundeslade. Ne? Diese Artefakte haben da auch eine sehr große Rolle gespielt zu der Zeit, die man auch finden wollte. Bei der Lanze ist es so, dass sie in der Geschichtsschreibung dann zum Speer Wotans geworden ist. Ja, es war ja auch Thema, war Germanistik, einfach so die Urvorfahren vom deutschen Volk sozusagen. Ne? Die Form von der Burg kann man jetzt auch so interpretieren, dass das praktisch die Spitze der Lanze ist. Womit man jetzt dann sagen könnte, oh, das ist wieder was ganz Besonderes, das ist der Ort, vielleicht liegt die Lanze dort. Ja, also dass da einfach, ähnlich wie im Horoskop, dass da einfach Verbindungen gesucht werden, die einem gut passen und die dann noch mystischer wirken. Ne? Beim Horoskop, wenn man das liest, sucht man ja automatisch was, wo es dazu passt. Und dann sagt man, ja, ist richtig, trifft zu, ja, könnte möglich sein. Ne? In diese Richtung alles. Die Burg hatte dann zusätzlich zu der Spitze dann eben halt noch eine geradlinige Zufahrt, was dann den Speer insgesamt darstellt. Ja, das jetzt erstmal so bis hierher.